Ja, hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Ihr seht es im Hintergrund, ich bin beschäftigt mit meinen Begattungseinheiten. Ah, der Hund hier. Naja, mit meinen Begattungseinheiten, die habe ich ja letzte Woche gebildet mit zwei Brutwaben. Da bin ich jetzt heute durchgegangen, habe die Nachschaffungszellen alle gebrochen und schlupfreife Weißelzellen zugesetzt. Ich habe die jetzt, wie ihr seht, gleich auf dem Anhänger stehen lassen, habe die ein bisschen verdreht, sodass eigentlich jeder Kasten eine komplett andere Einflug oder eine andere Einflugsrichtung hat. Habe sie jetzt nicht abgeladen, weil ich den Hänger einfach gerade nicht brauche. Ich habe ja nochmal einen. Und ja, da stehen die jetzt gut, da können die dann schlüpfen, ihren Begattungsflug machen. Und dann werden die eben nach und nach verstärkt. Ja, das war es eigentlich von dieser Stelle. Ich habe leider vergessen, das zu filmen, weil es schon relativ spät ist. Und ja, ich war einfach darauf fixiert, hier fertig zu werden. Und habe das total vergessen. Ja, aber im Prinzip sieht es da drin so aus, zwei Brutwaben mit ansitzenden Bienen, ein bisschen Futterkranz. Und dann ist eben die schlupfreife Weißelzelle reingedrückt in den Futterkranz im Brutbereich. Ja, ich zeige euch das. Ich werde ja dann kontrollieren, ob sie wirklich geschlüpft sind. Und wenn sie nicht geschlüpft sind oder eine nicht geschlüpft ist, dann habe ich nochmal welche zum Nachsetzen. Also im Prinzip sofort nachsetzen. Ich habe da einfach, wie ihr in dem anderen Video gesehen habt, ja, an verschiedenen Tagen die Serien gestartet, dass ich eben einfach solche Ausfälle sofort ausgleichen kann. Und da bin ich dann hoffentlich auch dann mit der Kamera dabei. Ja, das war es jetzt eigentlich von dieser Seite. Die Woche gibt es vermutlich ein kurzes Video. Also wir haben jetzt ja 3 Tage Regen gehabt. Sprich, ich habe da nicht viel gemacht. Ich habe auch meine Königin, ob die geschlüpft sind, noch nicht nachgeschaut, also in diesen Begattungseinheiten, weil ich heute noch mal hier im Schwäbischen Wald bin. Wir hatten einfach über die Tage relativ klare Zunahmen hier in den Regenpausen und da bin ich einfach heute hergefahren, habe mir das nochmal angeschaut, geht zum Melizitose, geht zum Tanne. Ja, es sieht eigentlich ganz gut aus, dass es um Tanne geht. Habe dann jetzt bei ein paar Völkern auch Honigräume aufgesetzt und werde wahrscheinlich dann, wenn es jetzt nach dem Regen, wenn die Zunahmen jetzt heute und anhalten, fahre ich vielleicht sogar noch mal ein paar Völker hierher. Das wird sich dann noch diese Woche zeigen. Eigentlich hatte ich ja mir vorgenommen, die Woche anzufangen, die Völker abzuernten und dann je nach Wetterlage wollte ich eigentlich dieses Jahr ja relativ früh eine Varroa-Behandlung machen und vermehrt die Vermehrung machen. Jetzt habe ich einen Bienenstand, wie gesagt, noch, den ich eventuell hierher fahren würde, eine Gruppe. Und bei den anderen habe ich eigentlich auch noch nicht wirklich viel gemacht, weil durch den Regen habe ich mich jetzt hauptsächlich einfach im Büro beschäftigt. Ja, das war es eigentlich, denke ich mal, heute von dieser Stelle. Wie gesagt, ich habe hier Honigräume gegeben, habe ein paar Maschinen nachgeschaut und werde jetzt gucken, dass ich mir diese Gruppe vorbereite. Sprich, dass ich im Prinzip den Honig größtenteils rausnehme, dass ich die gegebenenfalls morgen früh fahren kann. Ja, im Prinzip werde ich das jetzt mit wahrscheinlich heute Mittag, wenn es trocken bleibt, mit der Abgiermaschine machen. Und dann vergurte ich die auch gleich, dann schaue ich mir heute Abend die Waage an und dann entscheide ich, ob ich sie dann, wie gesagt, morgen früh noch hierher fahre. Ja, ansonsten wünsche ich euch alles ein frohes Wochenende. Ich werde übers Wochenende gucken. Ich habe nicht viel Zeit, ich habe ein paar Termine. Einfach schauen, morgen den Imkerkurs
zum Beispiel. Und da werde ich über Sonne einfach auch schauen, dass ich irgendwie schon mal anfange, meine Nassheiter Verdunster mit Ameisensäure zu befüllen. Das braucht ja auch immer ein bisschen, sodass ich dann eigentlich praktisch sofort einsatzbereit bin, wenn ich da was ahne. Also ich habe jetzt auch Schubladen eingeschoben, saubere. Das heißt, am Montag werde ich die erste Milbenzählung machen. Und dann wird man wahrscheinlich so die nächsten 2-3 Wochen die Bienenvölker für den Winter vorbereiten oder anfangen für den Winter vorzubereiten. Natürlich die Königin, die dann hoffentlich alle begattet sind, die Völker noch verstärken. Und dann letztendlich auch hier schauen, ob es dann wirklich auch Tanne ist. Also ich gehe jetzt das Risiko bewusst mal ein. Also vom Geschmack her muss ich sagen, es ist schon eine Tanne. Was mich ein bisschen verwundert, sind diese Zunahmen in dem feuchten Wetter, also die hohen Zunahmen. Deshalb will ich es eigentlich noch nicht ausschließen, dass es Melizitose ist, aber ich werde das Risiko jetzt mal eingehen. Oder, es ist ja kein Risiko, es kostet halt einfach Honigraumwaben dann, weil Melizitose-Honig, das ist ja so ein Zementhonig, der wird ganz fest, lässt sich nicht mehr schleudern und den muss man dann im Prinzip ausschmelzen. Das heißt, die ganze Wabe ist kaputt, aber ich denke, das werden wir riskieren. Ja, wie gesagt, also euch ein schönes Wochenende. Ich freue mich wie immer über ein Abo und wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare.